Willkommen in der Kundenbegeisterungsfabrik. Der Podcast, der Ihnen im Gespräch mit wachstumsorientierten Unternehmen alle 14 Tage konkrete Lösungen und Geschäftsmodellansätze für den oftmals bestehenden Widerspruch zwischen Kundenbegeisterung und Kosteneffizienz liefert. Mein Name ist Roger Schmid. Los geht's! Wenn man sich das Social-Media-Profil von meinem heutigen Gast anschaut, dann werden rasch vier Schwerpunkte erkennbar. Das sind Autos, Finanz- und Versicherungswesen, Marketing in all seinen Facetten und Familie. Selbstverständlich mit Hund. Wohlbehütet aufgewachsen in der Berner Vorortgemeinde Worb, wo ihm, wie er selber sagt, bodenständige und ehrliche Werte von seinen Eltern sind vermittelt worden, ist mein heutiger Gast aber rasch global geworden. Er hat zwar zuerst noch für die Berner Kantonalbank gearbeitet, hat aber im Mai 2002 zu Credit Suisse zuerst ins Product Management gewechselt und nachher ins Markenmanagement, wo er ja rasch Karriere gemacht hat und schliesslich Assistant Vice President Global Head Brand Strategy und Research war. Da braucht man auch ein Spezialformat für Visitenkarten bei diesem Titel. Wie auch immer, er hat dort internationale Teams verantwortet in Zürich, London und New York. Nach knapp 6 Jahren ist er nachher zur Clarendon Loy gewechselt, wo er ebenfalls fürs internationale Markenmanagement ist zuständig war und bis zum Vice President ist aufgestiegen. Mitte 2012, wo Clarendon Loy in die Credit Suisse integriert wurde, hat sich mein heutiger Podcast-Gast aber für einen Wechsel entschieden zum Touring Club Schweiz oder kurz TCS. Und auch beim TCS hat er mehrere Karriereschritte durchlaufen und ist heute Director Assistance oder Assistance wahrscheinlich, wie sie es würden aussprechen beim TCS. Er ist auch Mitglied vom Executive Board und nimmt auch in mehreren Verwaltungsratsmandaten teil oder hat mehrere Verwaltungsratsmandate für den TCS. Ich selber kenne meinen Gast aus dem EMBA in Marketing an der HWZ in Zürich. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast Die Kundenbegeisterungsfabrik, Markus Kummer. Hallo Roger, merci für die Einladung. Herzlich willkommen. Ja, in der Anmoderation habe ich noch wenig über dich als Privatperson gesagt, nur, dass dir die Familie wichtig ist. Und auch hier bist du durchaus global orientiert. Deine Frau stammt aus Kamerun und ihr habt 3 Jungs. Was reizt dich an anderen Kulturen und wie prägt dich das, privat oder auch geschäftlich? Ja, gute Frage. Ja, vor allem eben mit dem Kennenlernen von meiner Frau habe ich gemerkt, dass es doch noch ganz unterschiedliche Kulturkreise und Sichtweisen gibt. Und das, ja, wenn man sich auf das einlädt, ist das sehr befruchtend. Das ist am Anfang vielleicht manchmal schon ein bisschen anstrengend für beide Seiten. Aber ist doch etwas, was ich gemerkt habe, wo, wenn man sich darauf einlädt, einem sehr viel weiterbringt. Und ich habe dort auch beispielsweise das im beruflichen Umfeld mitgenommen. Weil auch dort habe ich gemerkt, mit heterogenen Teams, mit unterschiedlichen Charakteren, kommst du sehr viel weiter, als wenn einfach alle gleich denken wie du. Oder? Also ich werde immer dann ein bisschen nervös, wie alle den ähnlichen Charakter haben wie ich, wie alle gleich ticken wie ich, weil dann hast du relativ schnell das Gefühl, du bist eigentlich der Einzige, der mitdenkt. Während eben bei unterschiedlichen oder bei komplexen Problemen ist es doch sehr wichtig, dass du unterschiedliche Sichtweisen hast, dass du unterschiedliche Typen hast, dass Inputs kommen, die du selber eben nie daran gedacht hast. Und das ist im privaten wie im beruflichen Denken ein sehr wichtiger Punkt. Und ja, es öffnet einfach auch den Horizont, sage ich jetzt. Oder? Also mit nicht immer nur in dem Kulturkreis unterwegs bist, wo du bist gross geworden und eben mal in Kamerun unterwegs bist, mal in anderen Kulturen unterwegs bist. Es bringt dich einfach als Mensch, bringt es dich weiter.
Ja, ich habe das durchaus nachvollziehen. Meine Frau stammt aus Peru, hat die Genau. gleichen Erfahrungen gemacht. Ja. Da kommt man ganz anderen Einfluss über und eben lernt auch ein bisschen eine andere Welt, eine andere Sichtweise kennen. Wunderbar, das wäre auch ein spannendes Thema für eine Podcast-Folge. Können wir dann gerne vielleicht ein anderes Mal aufgreifen? Wir haben uns heute für einen anderen Schwerpunkt entschieden. Ich komme später darauf. Ja, wir haben eingangs gehört, du hast nach 11 Jahren globale Bankenwelt zum gut schweizerischen TCS gewechselt, hast du genug gehabt von diesem International Business. Was war der Reiz? Ist es einfach darum gegangen, dass du vor allem auch deine Marketing- und Markenexpertise mit deinem Finanzwissen und vor allem auch deinem Hobby, dem Motorsport, wo ja du und deine Brüder 16 Jahre ziemlich aktiv waren im Kartsport, dass das hast können kombinieren, ist das ein Grund gewesen? Immer weniger dort. Es ist ein bisschen eine Reise gewesen. Ich will die Reise nicht missen. Also ich habe ja angefangen bei der Credit Suisse, einem sehr grossen internationalen Konzern, damals noch 65.000 Mitarbeiter weltweit. Sehr kompetitives Umfeld, mit sehr gut ausgebildeten Kollegen, wo du kannst zusammen schaffen. Du kannst ja, Herausforderungen dort in sehr grosser Detailtiefe analysieren und ich kann mich noch erinnern, beispielsweise eine Sponsoring-Strategie, die ich dort ausgearbeitet habe, ist irgendwo 40 Varianten wahrscheinlich über Monate hinweg, hast du die ausgearbeitet und wirklich jedes einzelne Detail sehr intensiv beleuchtet. Das hat seine Vorteile, du lernst sehr strukturiert, sehr detailorientiert unterwegs zu sein. Aber du bist natürlich auch sehr stark zum Teil in den Nischen unterwegs. Und wenn ich dann zu Clarida Leu bin, mit 1600 bis 2000 Mitarbeitern etwa, habe ich gemerkt, dass mir diese Grösse sehr viel besser behagt. Du bist immer noch genug gross als Unternehmung, dass du ja, Ressourcen hast, ein spannendes Projekt kannst machen. Aber du bist eben nicht so in einem, sag jetzt, nicht böse gemeint, aber in einem Moloch wie mit Credit Suisse mit 65.000 Mitarbeitern. Ist einfach noch überschaubarer und die Orientierung ist dort auch besser für mich. Oder? Ich habe gemerkt, das ist so eine Grösse von Unternehmung, die mir gut passt. Und als Clarida Leu integriert wurde, habe ich das auch ein bisschen zum Anlass genommen, einfach zu schauen, ob es noch andere spannende Branchen gibt. Und bin so auf den TCS gestoßen, nicht mal nur wegen der Autoorientierung, sondern es hat dort eine Position gegeben, die ausgeschrieben war, was sehr stark im One-to-One-Marketing, sehr stark im Direct-Marketing neue Elemente hatte, die mich interessiert haben. Und so bin ich zum TCS gekommen. Auf der Grösse her jetzt eben noch passt. Aber ja, es ist zugegebenermaßen ein ganz anderes Umfeld als vorher Credit Suisse mit international. Also der TCS ist sehr schweizerisch unterwegs, eine sehr schweizerische Organisation, sehr föderalistisch organisiert. Und auch das hat seine wirklich grossen Vorteile. Kann die Lehre schätzen jetzt. Sehr gut. Und wahrscheinlich deutlich mehr Französisch heute als Englisch. Ja, das ist im einen oder anderen Fall für mich eine Herausforderung, aber auch das muss es reinlassen. Und ja, mittlerweile ist Französisch auch schon besser geworden bei mir. Das ist es. Sehr schön. Gut. Ja, mit MyMed, einer Gesundheitsplattform vom TCS, habt ihr den dritten Platz gewonnen vom EFIA Innovations Award. Solche Innovationen bringen immer auch organisatorische Veränderungen mit sich. Du hast in den letzten 11 Jahren beim TCS einige Reorganisationen mitgemacht, einige hast du auch selber verantwortet. Lass uns heute eben ein bisschen schwerpunktmäßig über Veränderungen reden. Du sagst, dass es bei Veränderungen insbesondere wichtig ist, dass die Rollen geklärt sind. Kannst du da mehr dazu sagen und was es eben sonst noch braucht für erfolgreiche Organisationsveränderungen? Ja, genau, die Rollenklärung, die ist mir ein grosses Anliegen gewesen, als ich vor allem mit der heutigen Funktion angefangen habe, als direkter Assistance. Das war 2018 gewesen. Der Geschäftsbereich Assistance ist jetzt von der Mitarbeiterzahl her der grösste Geschäftsbereich von TCS mit damals etwa gut 500 Mitarbeitern. Und mir ist einfach wichtig gewesen, als ich eben vom damaligen Geschäftsbereich Club über so zur Assistance, dass wir für uns selber die Rolle klären, die wir innerhalb vom TCS haben.
Also man kann von der Daseinsberechtigung reden, man kann von der Mission reden. Ich glaube, du redest etwa mal vom Stil. Ja. Es geht alles ein bisschen in die gleiche Richtung. Aber ich denke, das ist wichtig, dass der einzelne Mitarbeiter wirklich weiss, warum sollte ich am Morgen aufstehen, warum macht mein Job Sinn. Oder ich glaube, das ist so die Basis für sehr vieles. Das haben wir uns am Anfang Zeit genommen, so ein bisschen idealtypisch halt mit SWOT, oder? Mit Stärken, Schwächen, Opportunities und Risiken. Und aus dem heraus abgeleitet eben, ja, für was sind wir eigentlich grundsätzlich? Die haben wir gefunden, die Rolle, die Daseinsberechtigung. Das ist nicht etwas revolutionär Neues, aber es hilft, denke ich, wenn man es ab und zu wieder einmal klärt. Für uns selber ist es mittlerweile Daseinsberechtigung und eben die Rollenklärung ist, wir helfen im Notfall und das in den Bereichen Mobilität, Gesundheit und Wohnen. Überall, zu jeder Zeit, weltweit, was auch immer. Das ist tief drinnen in der DNA der Mitarbeiter. Das habe ich schon gemerkt, als ich eben von der Credit Suisse Gruppe überkomme zum TCS. Die Mitarbeiter hier, insbesondere die Assistenz, die wollen helfen, weißt du? Die wollen intern motiviert sein, dass die einem Kunden, einem Mitglied zur Seite können stehen und ihm können helfen können. Da brauchst du nicht einen Bonus für sie zu motivieren. Aber wenn man es mal wieder zu Papier bringt und klärt, das ist unsere Rolle, dann hilft dir das sehr vielen Sachen. Ja. Sei es Reorganisationen oder sei es eben noch zu klären, in welchen Bereichen, in welchen Märkten, wo du tätig sein und wo eben die auch nicht. Okay. Ja, auch meine Erfahrung zeigt genau das. Ich habe jetzt ungefähr 30 Jahre Erfahrung als Business Engineer und wenn ich etwas gelernt habe dort, ist es eben genau das, oder? Dass es bei für erfolgreiche Veränderungen eigentlich eine Reihenfolge gibt, die man einhalten soll. Zuerst ist eben die Klärung für Vision, für Strategie. Du hast jetzt von Rollenklärung genannt, was andere durchaus auch anders verstehen, dass sie zuerst die Organisation neu definieren, die Stellen besetzen und sich dann verwundern, warum das nicht funktioniert. Ja, genau. Das ist eben der Rest so ein bisschen von hinten aufzäumen. Darum zuerst die Vision klären, die Ausrichtung. Wir können so Positionierung reden, wir haben zusammen Marketing studiert. Nachher eigentlich erst die Überlegung, und wenn wir das erreichen wollen, was sind die Prozesse, wie müssen wir die anpassen? Und eben erst eigentlich als drittes, dann die Frage von Strukturen, Aufbauorganisation und Verantwortlichkeiten und natürlich IT-Unterstützung, Digitalisierung heute ganz, ganz ein wichtiges Thema. Oder eben anders gesagt, man definiert zuerst, was man will sein will, nachher, wie man es machen will und erst zuletzt, wer dass man dazu tatsächlich auch braucht. Hast du weitere Beispiele, eben, wir haben ja gehört, dass du mehrere Veränderungen gemacht hast, ist das bei euch immer auch das Vorgehen, wie du es beschrieben hast, eigentlich schon fast vorbildlich, oder hast du auch andere Erfahrungen gemacht, die vielleicht die Aussage würden widerlegen, was sagst du, es geht auch anders? Ja, ich habe es natürlich nicht immer so erlebt, aber jetzt so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, denke ich, macht es am meisten Sinn für mich. Dass du eben zuerst bewusst bist, für was bist du eigentlich da. Und wie du richtig gesagt hast, von dem kannst du eigentlich näher ableiten, was ist das übergeordnete mittelfristige Ziel, was sind aber ja weitere Ziele, näher eben, ja, kannst du anhand von der BSC-Dimension, oder eben, was sind die finanziellen Ziele, was wollen wir bezüglich Kundenzufriedenheit erreichen, wo müssen wir Innovation betreiben, sei es neue Geschäftsfelder, sei es für die bestehenden Leistungen, relevant zu halten und dann eben ja, Prozesse, Mitarbeiter, was brauchen die, damit sie ihre Daseinsberechtigung eben können wahrnehmen. Also genau von dem kannst du es ableiten. Es geht sicher auch anders. Ich habe es vielleicht im früheren Umfeld auch mal anders erlebt, aber irgendwann ist es wahrscheinlich dann eben der gleiche, wenn insbesondere der erste Schritt nicht klar ist und nicht für alle klar ist. Genau. Das hält so ein bisschen die Ausrichtung. Du hast jetzt gerade einen weiteren Aspekt eingebracht. Du redest von BSC, Balance Scorecard, ein integriertes Zielsystem. Oder wenn wir ein bisschen weiter gehen, reden wir eigentlich von Controlling, Kennzahlen. Das ist etwas, was viele so ein bisschen vergessen oder stiefmütlich machen.
Einerseits, oder die andere Seite ist viel zu extrem, oder? Wo er aus Kontrolle in Kontrolle wird. Ja. Kannst du dazu vielleicht auch noch etwas sagen, weil du es angesprochen hast? Ja, genau. Ist eigentlich jetzt sehr gut zusammengefasst, meine Philosophie. Du brauchst eine gewisse KPI-Orientierung, oder eben in den Dimensionen, wie wir es jetzt gesagt haben. Ich bin jetzt da auch sehr grosser Fan geworden vom Benchmarking, im Sinne von, dass man mal bei anderen schaut, wie sie es so machen. Das ist natürlich beim TCS vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir haben sozusagen Gebietsschutz für die Schweiz, oder? Und die anderen Clubs im Ausland haben ihren Gebietsschutz, und darum kann man, wenn es nicht um finanzielle Kennzahlen geht, aber so einen Approach oder um operative Kennzahlen, kann man sehr offen mit anderen Clubs in den anderen Ländern reden. Und eben, das habe ich dann 2018, 2019 sehr stark gemacht, bei anderen Assistenzorganisationen von den Partnerclubs vorbei, habe geschaut, was machen die so. Hat dort auch über KPIs geredet mit ihnen, oder wie haben sie da so die eine oder andere Zahl und wie ist die bei ihnen ausgeprägt. Aber Benchmarking kann schon verstehen im Sinne von Ideen, die sie haben oder übernehmen oder mal etwas schnell bei ihnen fragen, wie sie es gemacht haben, damit du eine Einordnung hast, ob du selber auf dem richtigen Weg bist. Und aus dem heraus kannst du natürlich dann schauen, ja, wie sehen beispielsweise Qualitätskennzahlen übergeordnet bei uns aus im Vergleich zu den anderen. Und da kann ich jetzt beim TCS oder die Assistenz sagen, sieht bei uns sehr gut aus. Wir haben sehr hohe Kundenzufriedenheit, wir haben sehr hohe beispielsweise Weiterfahrquoten, was so eine zentrale KPI ist in der Assistenz, in der Pannenhilfe. Also in wie vielen Fällen kannst du dann einem Mitglied Weiterfahrt ermöglichen, wenn es dir anruft. Also dort sind wir sehr gut unterwegs gewesen, und an anderen Orten, wo es vielleicht um die Effizienz ist gegangen, jetzt im einen oder anderen Fall, ist dann müssen sagen, müssen wir vielleicht mal heranschauen. Und eben, du sagst es richtig, man muss dann auch die KPIs nicht zur Religion erklären und sagen, so ist es, sondern du hast immer Unterschiede, die du musst berücksichtigen. Aber es gibt eine Tendenz, wo es vielleicht eher lohnt, herzuschauen und wo du eher on track bist. So haben wir das nicht gemacht und gesagt, aber im einen oder anderen Fall, jetzt vielleicht eher im Effizienzumfeld, haben wir noch Potenzial und dort kannst du dann entsprechend Massnahmen wie beispielsweise Projekte für neue Systeme, für Automatisierungen, für solche Sachen, kannst du dann dort aufbauen, dass sich auch die Kennzahlen in die andere Richtung entwickeln. Du kannst alles messen, du musst einfach immer ein bisschen mit gesundem Menschenverstand einordnen von mir aus. Oder? Also, du kannst Mitarbeiterzufriedenheit messen und auch dort ist nie die einzelnen Dimensionen, die da Detail nehmen musst, anschauen musst. Also, es gibt ja so eine Grundtendenz und weißt, so ein bisschen Bereiche, wo du mal näher kannst einordnen, dort sollte man ein bisschen genauer heranschauen und mit den Leuten reden. Und es ist immer eine Mischung, denke ich, von KPI und gesungen Menschenverstand. Trotzdem eben Veränderungen vorantreiben und durchaus auch messbar machen, die kann man aufzeigen, was es gebracht hat. Genau, ja, aus dem heraus, ja, ist dann auch schon, aber aus dem ganzen Benchmarking und eben der Rollenklärung und auch unserem Ziel, dass wir dann gesagt haben, wir wollen in ein paar Jahren ohne Referenz sein im Bereich Assistenz, in allen Bereichen, weil in diesen Bereichen wir es heute noch nicht sein, hat es dann schon so zwei, drei neue Kennzahlen gegeben, die jetzt eben wirklich in täglichen Arbeit einen sehr hohen Stellenwert haben, oder? Wo eben, wenn jetzt die sich in die falsche Richtung bewegt, dann schauen wir natürlich im Führungsgremium sofort her und sagen, warum entwickelt sich jetzt nicht in die Richtung, wie wir das wollen? Was für Gründe gibt es und welche Massnahmen müssen wir noch einreden? Also dort ist das schon sehr starke, für die wenigen sehr zentralen KPIs, ein sehr starkes Tracking und sehr wichtig, dass man dort dranbleibt. Absolut, ja. Schön. Ja, bei mir geht es ja in der Kundenbegeisterungsfabrik und auch beim Black Elephant eigentlich immer um die zentrale Frage, wie es klingt, seine Kunden wiederkehrend zu begeistern, aber nicht zufällig. Wie gut klingt es denn euch in euren Projekten, den Kundenfokus tatsächlich auch einzunehmen, um eben Veränderungen Kunden- und serviceorientiert voranzutreiben? Und wie stellt ihr das sicher in euren Veränderungsprojekten?
Also, ich glaube, es gelingt uns aktuell schon relativ gut, dass wir Kunden können zufriedenstellen können. Wir messen das jetzt hier beispielsweise mit einem Net Promoter Score. Beispielsweise nach jeder Entpannung oder nach jedem Dossier, das wir haben, gibt es eine Einladung dort, auch die eigene Meinung abzugeben. Und dann messen wir dann an einem sehr vergleichbaren Wert. Auch der ist nie ganz die Wahrheit, aber auch das gibt eine Tendenz. Und die Werte sind beispielsweise nach wie vor sehr hoch. Und dass im Projekt der Kunde vorne ist eine wichtige Frage, ist bei uns jetzt, glaube ich, relativ oft ja, selbst, also ja, fast wie automatisch mit denen. Ich habe es eingängig erwähnt, jeder Mitarbeiter ist sehr stark hier orientiert an, ich will dem Mitglied helfen, ich will dem Kunden helfen. Und darum, wenn jetzt vielleicht auch mal, wie die Rolle geklärt ist, für was wir da sind, eben helfen, Notfall für das Mitglied, muss das gar nicht irgendwo noch speziell gross reinbringen. Aber klar, auch wir haben dann irgendwo, ist jetzt nicht Customer Experience oder User Journey Experten im digitalen Bereich, wo natürlich die Brille noch ein bisschen speziell reinbringen. Wir haben mit dem Geschäftsbereich Club auch eine sehr starke Marketingorganisation, die das immer wieder vor Augen hält. Also das klingt relativ gut, ja, aber es ist schon eine sehr hohe Grundorientierung fürs Mitglied und für den Kunden, da beim TCS, bei allen Mitgliedern, muss ich sagen. Zeigt eben, wie wichtig das Eingangsthema ist, was du selber gesagt hast, oder die eigentlich kundenorientierte Vision und Ausrichtung von Ja. Anfang an vom Unternehmen. Genau. Egal, wie man es dann formuliert, oder? Eben der Stil, wie ich es ja gerne nenne. Und wenn es eben gelingt, in einem einfachen Satz das überzubringen, dass die Kernaussage der Kunden Mehrwert repräsentiert, dann wird es definitiv einfacher. Und wenn man eben das Ganze organisatorisch dann auch noch unterstützt, wie du es gesagt hast, mit Tools wie Customer Journeys, dann kann das durchaus gut gelingen. Hat der Kunde auch in dem Projekt dabei? Hat er dort ein Involvement, Fokusgruppe, ähnliche Themen? Genau, ja, je nachdem, also wenn es neue Produkte beispielsweise gibt, gibt es so Tools, wie du jetzt gesagt hast, dass man noch mit dem Kunden direkt in Fokusgruppen oder mit Marktforschung redet. Wenn wir eine neue Leistung einführen, wo eben die effiziente Kundenerfahrung soll erhöhen soll, beispielsweise haben wir Anfang letztes Jahr Online-Assistance eingeführt, also dass du Pannenhilfe auch digital kannst melden via Smartphone, also mit einem Responsive-Formular, wo du Pannengrund und Ort und so alles selber kannst eingeben. Dann rufen wir auch schnell mal einen Kunden direkt einfach an oder einem Mitglied, der das ausgefüllt hat und vielleicht abgebrochen hat. Und dann dort schauen, ja, wir haben gesehen, dürfen wir kurz schnell fragen, wir haben gesehen, er hat das Tool gebraucht. Hat sich aber nach dem zweiten Schritt entschieden, nicht weiterzufahren, dürfen wir kurz Gründe in Erfahrung bringen, was bei euch nicht passt. Das sind dann vielleicht nur 6 bis 10 Anrufe, wo man da kurz Temperatur fühlt beim Kunden. Ja. Aber es ist natürlich sehr, sehr hilfreich nachher auch. Ja. Okay, du hast gerade das Thema angesprochen, wo natürlich die meisten Unternehmen im Moment beschäftigen, digitale Transformation oder auch die agile Transformation. Auch viele von meinen Kunden sind da dran, sich neu aufzustellen, um mit dem technologischen Fortschritt einerseits mitzuhalten, andererseits davon können zu profitieren und eben auch Marktveränderungen können nachzuvollziehen oder im Idealfall vorab zu gehen. Ein paar Sachen hast du schon gesagt, jetzt eben Online-Lösungen anzubieten, digital. Kannst du da noch ein bisschen mehr sagen, was da bei euch läuft? Ja, sicher. Ja, ja, aber ich bin Fan, wenn wir von der eingangs erwähnten Effizienzverbesserung reden, dass man nicht einfach, wie ich das früher auch manchmal erlebt habe, jedes Jahr einfach ein Budget 2% mit dem Rasenmäher cuttet und nachher so probiert, Effizienzverbesserungen herzubringen, weil es dann von mir aus gesehen nicht nachhaltig. Darum finde ich es wichtig, dass man, wenn man effizienter will werden, das eben mit Projekt, mit Massnahmen, mit solchen Initiativen hinterlegt, damit es wirklich nachhaltig ist. Ja. Und Digitalisierung und Automatisierung ist sicher ein wesentlicher Kernbereich, wo wir dort jetzt als Assistance aktiv sind. Wir wollen die Digitalisierung für Assistance herüberkommen.
Ein Punkt, eben, habe ich jetzt erwähnt, eine Online-Assistance, wo du Pannenfälle kannst digital melden und nicht mehr telefonisch musst. Für dich ist das ein Müssen, für andere ist das ein Wollen. Gibt der Vorteil, dass es eben einem digital affinen Kunden wirklich eine Möglichkeit gibt, wie er Pannen kann melden und ihm das mehr behagt. Und für uns ist dann beispielsweise eben eine Mitgliederidentifikation, eine Lokalisation, ein Pannengrund, wo wir sonst telefonisch noch herausfinden müssen, ist bereits erledigt, und dann sind wir effizienter. Aber also ist dort ein Win-Win. Andere Themen, die wir, ich glaube, 2019, 2020 angegangen sind, ist Automatisierung mit Robotern. Dort gibt es so Robotic Process Automation. Gibt es mittlerweile gute Tools, die so regelbasierte, repetitive Tätigkeiten können automatisieren können. Das ist für mich auch noch spannend gewesen, ist eigentlich, wie ich es früher gekannt habe, jetzt von Makros im Office, oder, wo du einfach Regeln kannst hinterlegen und dann wird beispielsweise ein grosses Excel-File, das früher ein Sachbearbeiter hat müssen abarbeiten, um dann mehr Rechnungen zu erstellen, wird automatisch gemacht. Oder du kannst schon einen Call-Taker unterstützen, indem beispielsweise wird Systemanpassungen zu teuer sein. Kannst du dort dann, ja, Pop-ups definieren, die kommen und dich beispielsweise als Call-Taker daran erinnern, dort sollst du noch die E-Mail-Adresse bei dem und dem Vertrag überprüfen oder aktualisieren. Solche Geschichten. Wir haben ja mit Lean-Management angefangen 2020, mit der Lean-Management-Philosophie, für die nachhaltiger zu machen. Dort geht es dir weniger also Lean Management ist eben nicht Cost-Cutting, sondern ist Philosophie, wie du Verschwendungen identifizierst. Für mich ist genau richtig. Und die vielleicht auch manchmal fragst, ja, einzelne Sachen nicht nur zu optimieren, sondern zu sagen, ja, brauchen wir es überhaupt noch? Interessiert es den Kunden? Interessiert es den internen Kunden? Interessiert es den externen Kunden überhaupt? Wäre er oder ist er bereit, für das zu zahlen? Und kann es auch mal heißen, einfach verzichten. Also ja, das sind so ein bisschen die Themen für die Effizienzverbesserung, von mir aus gesehen nachhaltiger zu machen. Ja. Und Digitalisierung und Automatisierung ist dort ein sehr wesentlicher Punkt. Ja. Ja, du hast noch etwas angesprochen, was nur kurz, das soll in einem Nebensatz kommen. Eben, Effizienz ist das eine, das andere ist Effektivität. Ja, Effektivität, wunderschön. eben, das Richtige zu tun, du hast es selber gesagt, weglassen, oder? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage auch immer, die wir uns sollten stellen. Bei Veränderungen nicht nur, wie werden wir schneller, also machen wir bestehend, sondern tatsächlich sich die Frage stellen, machen wir überhaupt das Richtige? Müssen wir etwas grundsätzlich neu machen, weglassen, anpassen? Eben auch lernen, du hast Best Practices angesprochen. Dort sage ich immer ein bisschen kritisch, was heisst Best Practice schon? Nur weil einer sagt, das ist jetzt die beste Praxis, heisst das noch nicht, dass es nicht noch eine bessere gibt. Und vor allem nicht eine andere, wo man sich vielleicht eben könnte differenzieren. Und darum geht es ja letztlich im Wettbewerb auch, oder? Dass wir Ja, genau. eben durchaus unsere Spezialitäten haben, unsere Sachen, die uns eben unterscheidbar machen für unsere Mitbewerber. Darf ich eine kritische Frage stellen? Es Oh, ja. klingt alles sehr modern, die machen einiges eben fortschrittlich, vorausschauend, brauchen neueste Technologien. Ich will nicht über ChatGPT reden jetzt, wo der dort schon steht mit Überlegungen, sondern das Thema geht um eure Mitgliedschaftsmodell, eben alles, was ihr macht, klingt recht modern, und ihr habt aber hintendran ein Mitgliedsmodell und wo immer noch so solche Briefe verschickt werden, die für mich eher ein bisschen antiquiert daherkommen. Wie passt das zusammen, oder ist das nach wie vor ein Erfolgsmodell? Mitgliedschaft ist für uns schon weiterhin sehr zentral. Ja, alles, was wir machen, soll am Schluss dem Mitglied zugutekommen. Das ist vielleicht der grosse Unterschied zu den Unternehmungen, die ich vorher geschafft habe. Das heisst eben, wie ich jetzt bereits einige Mal erwähnt habe, das heisst nicht, dass wir nicht auch Effizienzverbesserungen und solche Sachen schaffen, dass wir auch rentabel sind in den Geschäftsfeldern, wo wir sind. Also es darf da durchaus ein Gewinn abgeworfen werden von einzelnen Tätigkeiten, aber wir investieren das eben dann wieder für die Mitglieder. Oder? Sei das in Form von Mehrwerten, sei das in Form von Verkehrssicherheit, sei das in Form von anderen Aktivitäten. Oder?
Und ich sage, die Mitgliedschaft, die wird für den TCS zentral bleiben. Was der Inhalt von dieser Mitgliedschaft ist, das kann sich natürlich aber je nachdem sehr stark ändern, oder? Also dort sind wir natürlich eben, wie ich eingangs erwähnt habe, auch nicht nur auf, noch mehr Anführungszeichen, auf Mobilität fokussiert, sondern wir haben da Jahre bereits einen starken Fokus in den Bereich von der Gesundheit und ein bisschen neuer eben noch im Bereich von Wohnen. Und darum, was dort in Zukunft in einer Mitgliedschaft wird drin sein, das kann sich natürlich ändern. Aber aktuell und ist das immer noch unser zentrales Ziel, oder, dass wir mit der Mitgliedschaft wachsen, dass wir etwas für unsere Mitglieder können machen können, das ihnen hilft. Und das ist nicht nur die Pannenhilfe, sondern sämtliche Aktivitäten, die ich jetzt da ein bisschen erwähnt habe, beispielsweise Verkehrssicherheit und solche Sachen, die am Schluss der Gesellschaft und dem Mitglied der Schweiz zugutekommen. Zeigt ja schön, dass Non-Profit-Organisation, wo ja der TCS so ist, oder? Eben doch Profit muss erarbeiten. Genau. Profit sollte erwirtschaften, das durch mich ist bis heute noch nicht so klar, manchmal. Ja. Ja. Aber das Ziel ist es anders, oder? Eben, es geht darum, effizient zu sein, Verschwendung zu vermeiden, um eben den Profit können, anders sinnvoll zu investieren, zum Nutzen von der Allgemeinheit einerseits, oder eben vor allem jetzt in eurem Fall auch von der Mitglieder. Mobilität ist ein wichtiges Thema und bleibt ein wichtiges Thema. Und es gibt viele Trends. E-Mobilität, Brennstoffzellen, Carsharing, aber auch ein bisschen grösser gesehen Homeoffice oder Remote Work gehören eigentlich im weitesten Sinn zur Mobilität oder beeinflussen Mobilität. Mit welchen Trends beschäftigt sich der TCS im Moment und was sind die Goodies, die eure TCS-Mitglieder in Zukunft erwarten dürfen? Ja, du hast einige von denen angesprochen. Also bei uns und bei vielen anderen Mobilitätsbranchen macht die Abkürzung CASE macht vor allem die Runde, steht für Connected Fahrzeuge, steht für autonome Fahrzeuge, für Shared Fahrzeuge und für Electric Fahrzeuge. Und das hat doch sehr viel Konsequenzen, wie du das ein bisschen angesprochen hast. Oder E-Fahrzeuge haben beispielsweise weniger bewegliche Teile, also wird die Frequenz runtergehen. Es braucht uns immer noch, sage ich. Also, ohne ein E-Fahrzeug hat Reifen, und beim E-Fahrzeug kannst du einen Schlüssel einschliessen. Das sind die häufigsten Pannengründe. Das braucht es immer noch, aber die Frequenz kann dort oben runterkommen. Die autonomen Fahrzeuge, wenn die wirklich voll autonom sind, was aber unser Rat schon noch wahrscheinlich etwa 10-12 Jahre wird gehen, bis das da ist, das kann natürlich auch sehr weitreichende Konsequenzen haben, dass du viel weniger Fahrzeuge hast in der Volkswirtschaft, allenfalls auch, dass der Privatbesitz vom Fahrzeug weniger relevant wird, was dann auch wiederum Impact hat auf unser Geschäftsmodell von der Mitgliedschaft. Oder? Das sind wir natürlich alles am Anschauen. Und Connected Fahrzeuge ist natürlich auch ein Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinem Auto, aber im Gegensatz zu 5-6 Jahren seid ihr heute als Auto in vielen Fällen schon. Ich hatte da etwas, solltest du vielleicht mal auf einen Servicepartner wieder vorbei. Und das kommt dann gar nicht mehr zu der Garage. Also das sind eigentlich alles Tendenzen, die längerfristig die Frequenz von der Pannenhilfe wahrscheinlich eher werden nach oben gehen lassen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mit der Covid-Pandemie gesehen und einem grossen Reisefieber, wo das in 2021 ist ausgebrochen, dass wir insbesondere im Mitgliedergeschäft einen sehr gegenteiligen Trend haben. Das Volumen bei uns ist zum Teil explodiert über die Sommersaison. Wir haben bis zu 50% mehr Anrufe gehabt als vor der Pandemie in einzelnen Wochen von der Sommersaison, was bei uns immer so die High-Season ist, weißt du? Dieser Trend der ist schon noch nicht am Abnehmen. Also wir sehen immer noch, dass insbesondere Russlandreisen sehr stark nach oben geschnellt sind jetzt. Ja. Und Homeoffice ist angesprochen, auch das. Wir haben jetzt einfach in den letzten gut 2,5 Jahren gesehen, die Muster, die man bis 2019 so ein bisschen kennt hat, Ende Morgen ist viel los, Freitag Nachmittag ist viel los, dazwischen ist immer so ein bisschen auf gleichem Niveau, das gilt nicht mehr. Da kommen zum Teil Volumen irgendeinem Donnerstag Nachmittag rein, was früher noch mit einem Ende Morgen reinkommen.
während eben dann vielleicht am Freitag plötzlich weniger los ist. Also dort haben wir sehr starke neue Muster, wo man nicht mehr so gut planen kann wie früher. Und das hat natürlich auch mit eben Sachen wie Homeoffice sicher einen Zusammenhang, oder? Dass sich die Volkswirtschaft jetzt mittlerweile ein bisschen anders bewegt. Und das merken wir natürlich nicht. Das muss man einfach regelmässig anschauen und halt auf das reagieren. Man muss sozusagen ein bisschen resilienter werden als Organisation, damit man mit so unplanten Schwankungen da gut umgehen kann. Das ist Also durchaus agiles Vorgehen in der Veränderung. Eben Geschäftsmodellanpassung strategisch, was wir brauchen und durchaus eben operative Themen. Ich meine, die Planungsthemen sind höchst operativ, wo man aber müssen darauf reagieren, damit eben die Leute richtig geplant sind und eure Mitglieder eine hohe Servicequalität dürfen erleben. Genau, ja. Sehr schön. Ja, Markus, eine halbe Stunde ist vorbei. So schnell geht's. Ja, herzlichen Dank dir für das spannende Gespräch und die Einblicke in die Welt vom TCSU, wie dir mit Veränderungen umgeht. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute an deine Familie und bis gleich. Merci vielmals, merci für die Einladung und dir alles Gute. Merci. Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid@theblackelephant.ch und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen Strategie-Call mit mir. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einem weiteren spannenden Gast, der uns seine Gedanken, Lösungen und Geschäftsmodellansätze vorstellt, wie Sie es immer wieder schaffen, Ihre Kunden zu begeistern und gleichzeitig effizienter und kostengünstiger zu werden.